Karl Lauterbachs Tagebuch. Also, liebes Tagebuch, ich bin jetzt seit letztem Mittwoch, oder war es Montag oder Dienstag, egal. Jedenfalls bin ich jetzt wieder von Corona genesen. Und ich kann die Bevölkerung an dieser Stelle nur ausdrücklich warnen. Also davor, dass ich wieder genesen bin. Kleiner Scherz. Ich bin ja jetzt auch Stand-up-Komödiant bei einem Streaming-Anbieter, wobei ich eigentlich eher medienscheu bin. Also außer Balanz, der Heute-Show, Maischberger, Maybrit Illner, Anne Will, Jill Krömer, Stern-TV, Bild-TV, Worldwide Wohnzimmer und Tommy Schmidt bin ich ja im Grunde nie im Fernsehen. Darüber Hotzenplotz von Extra 3 hat mich ja noch nicht eingeladen. Aber zurück zum Thema. Ich hatte ja zum Glück 4 Impfungen. Das sollte übrigens jeder machen. Irgendwie, also vielleicht, wenn er will. Also da sprechen die STIKO und ich eine Sprache. Es wäre besser, wenn Lauterbach seine Zunge etwas besser im Griff hätte. Wieso Zunge? Das meiste tippe ich doch. Naja, wie auch immer. Mit dem FDP-Rollkragen Heini Buschmann habe ich jetzt ja ein ganz klares Corona-Konzept vorgelegt. Wer sich alle 3 Monate impfen lässt, muss dann auch im Herbst drinnen keine Maske tragen. Was aber noch lange nicht heißt, dass man sich alle 3 Monate impfen lassen soll. Das wäre ja bescheuert. Aber sonst ist alles so klar wie Autofahren im Schnee. Die erste Stufe wird als Winterreifenstufe beschrieben, die also zweite Stufe als Schneeketten, also Stufe, man kann auch einfach von der ersten und der zweiten Stufe sprechen. Genau, ist doch alles so klar wie Kloßbrühe. Apropos, meine Kritiker wollen mir schon wieder die Brühe versalzen. Nur weil ich angeblich zu früh aus der Corona-Quarantäne gekommen bin. Also da kann ich nur sagen, wie soll man bei dem ganzen Wirrwarr bitteschön noch wissen, wo oben und unten ist. Da sollte sich mal der Gesundheitsminister drum kümmern. Ach so, das bin ja ich. Ah, ich habe jetzt aber Wichtiges zu tun. Muss dringend mal wieder ins Fernsehen. Vielleicht eine Gastrolle bei In aller Freundschaft, dem Bergdoktor oder Paw Patrol für die Kids. Also, tschö mit Ö, dein Kö. Karl, meine ich. Guten Tag. Mein Name ist Christian Ehring und ich möchte mit Ihnen über Abos reden. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, einfach hier zu klicken und Extra 3 zu abonnieren? Völlig kostenlos und unverbindlich? Hier gibt's übrigens direkt das nächste Video von uns. Ja, trauen Sie sich. Es lohnt sich.